Einen wunderschönen guten Tag, Damen und Herren, Schwestern und Brüder. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Show. Ich habe heute die große Ehre, unseren werten Herrn Bundespräsidenten bei uns begrüßen zu dürfen, Herrn Dr. Thomas Klestil. Guten Abend. Herr Dr. Klestil, Frukade oder Eierlikör? Ich nehme nichts von beiden, wenn Sie mir nur ein klares Wasser bitte geben würden. Klares Wasser haben wir nicht, aber ich mische Ihnen die zwei Sachen zusammen, dann haben Sie auch was, was bei uns noch keiner getrunken hat. Lieber Herr Dr. Klestil, was uns natürlich alle bewegt, ist die Frage, warum haben Sie sich eigentlich von Ihrer Frau, der Edith, scheiden lassen? Ja, schauen Sie, mit großer Sorge habe ich mitbeobachten müssen, dass meine Frau sehr viele Dinge verwechselt. Ich habe mich einfach scheiden lassen müssen. Naja, solange Ihre Frau sie aber nicht mit einem anderen Mann verwechselt hat, kann sie nicht so schlimm gewesen sein. Na, es war sehr schlimm. Schauen Sie, ich kann Ihnen nur eines sagen, Sie werden es, wenn ich Ihnen das erkläre, verstehen, warum ich mich habe scheiden lassen müssen. Das war so. Ich wohnte früher mit meiner Edith in einem Haus und da hatten wir eine reizende Portiersfamilie. Die hatte drei Kinder. Es war aber schrecklich, die waren so klein geblieben, von Natur aus die Kinder. Der 12-Jährige war 80 cm groß, der 19-Jährige 90 cm. Ich kam eines Tages zu meiner Frau und sagte Edith, das ist schon was Schlimmes mit den Kindern unserer Portiersfamilie. Ja, sagte die Edith, das ist ein richtiges Pyrenäengeschlecht. Ich sage nein, was du meinst, sind Pygmäen. Nein, sagt meine Frau, Pygmäen, das ist das, was der Mensch unter der Haut hat. Davon kriegt er Sommersprossen. Ich sage, das ist Pigment. Nein, sagt meine Frau, Pigment, darauf haben die alten Römer geschrieben. Ich hatte schon große Sorge und sagte, das ist Pergament. Nein, sagte meine Frau, die Edith, Pergament ist, wenn ein Dichter etwas anfängt und nicht zu Ende macht. Herr Fettberg, Sie können sich vorstellen, ich verschlucke mir das Fragment, ich setze mich in meinen Sessel und lese Zeitung. Plötzlich kommt meine Edith mit einem Satz, ich denke, jetzt ist sie irrenhausreif. Liebling, schau mal, was hier steht. Sie macht ein Buch auf, zeigt auf eine Textstelle und sagt, das Sonnendach des Handtäschchens war die Lehrerin des Zuhälters 15. Ich nehme das Buch an mich und sage, aber Schatz, das ist ein französisches Buch. Da steht La Marquise de Pompadour et la Maîtresse de Loi des 15. Das heißt, die Marquise von Pompadour war die Mätresse von Ludwig dem 15. Nein, sagt meine Frau, das musst du wörtlich übersetzen. La Marquise, das Sonnendach, Pompadour, das Handtäschchen, La Maîtresse, die Lehrerin, Louis der 15., der Zuhälter 15. Ich muss das schließlich ganz genau wissen, sagt die Edith, ich habe extra für meinen Französischunterricht einen Legionär angestellt. Ich sage, Edith, du meinst einen Lektor? Nein, sagt meine Frau, Lektor war der griechische Held des Altertums. Ich sage, das war Hektor und der war Trojaner. Nein, sagt die Edith, Hektor ist ein Flächenmaß. Ich sage, das ist ein Hektar. Nein, sagt meine Frau, Hektar ist der Göttertrank. Ich sage, das ist der Nektar. Nein, sagt meine Frau, Nektar ist ein Fluss in Süddeutschland. Ich sage, das ist der Neckar. Darauf meine Frau, du kennst wohl nicht das schöne Lied, bald gras ich am Nektar, bald gras ich am Rhein. Das habe ich neulich mit meiner Freundin im Duo gesungen. Ich sage, das heißt Duett. Nein, sagt meine Frau, Duett ist, wenn zwei Männer mit einem Säbel aufeinander losgehen. Ich sage, das ist ein Duell. Nein, sagt meine Frau, Duell ist, wenn eine Eisenbahn aus einem dunklen, finsteren Bergloch herauskommt. Herr Fettberg, da habe ich den Entschluss gefasst, ich muss mich von meiner Frau scheiden lassen. Also,
das kann ich gut verstehen, Herr Bundespräsident. Und ich muss Ihnen ehrlich eines sagen, ich hätte mich schon beim Hector scheiden lassen. Auf Wiedersehen.